zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Schmuckenschlager. Johannes Schmuckenschlager, Niederösterreicher Umwelt- und Klimasprecher der ÖVP. Bitte sehr. Herr Präsident, geschätzte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben eine Verantwortung, und die haben wir in vielen Fällen wahrzunehmen, sei es Umwelt- und Klimapolitik, aber auch die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und wir müssen schon erkennen, dass der Wohlstand in Europa auch sehr stark auf der Globalisierung und der Arbeitsteiligkeit in unserer Welt basiert. Alleine heute hier werden wir Kleidungsstücke, jeder mindestens eines haben, das nicht oder voraussichtlich ziemlich wahrscheinlich nicht in Europa erzeugt wurde. Daher ist es umso wichtiger, genau hinzusehen, wie diese Produkte und Waren letztendlich erzeugt werden. Österreich ist ein Exportland. Das ist auch wichtig für unsere Wirtschaft, die ist exportabhängig. Und daher müssen wir auch genau darauf achten, dass wir faire Rahmenbedingungen haben, dass wir auch mit unseren Produkten in der ganzen Welt entsprechend funktionieren können. Aber da geht es auch darum, solche Rahmenbedingungen zu haben, die die Betriebe letztendlich auch erfüllen können, dass wir hier auch nicht mit einer überbordenden Bürokratie letztendlich lähmen. Covid hat uns gezeigt, wie Lieferketten zusammenbrechen können, wie wichtig es für die europäische Souveränität ist, europäische Produktion zu haben. Und hier müssen wir auch wieder neue Kompetenzen und Infrastrukturen aufbauen. Wir dürfen aber auch nicht unsere Partner in der ganzen Welt vernachlässigen auf diesem Weg. Und hier müssen wir auch entwickeln und mitentwickeln in den verschiedensten Ländern. Und da ist die Wirtschaft eine sehr, sehr gute Brücke dafür. Der Fokus dieses Lieferkettengesetzes liegt ja sehr stark im Bereich Textil, Agrar und Fischerei. Und wenn wir uns das anschauen, gerade der Bereich Textil ist wahrscheinlich einer der umstrittensten, wo ein Wettbewerb im Preis ist, der ist sagenhaft. Und hier werden wir genau hinschauen müssen. In der Agrarproduktion zeichnet sich ein etwas anderes Bild ab. Hier haben wir sehr klare Prozessstandards für die Produktion in Europa, haben auch klare Produktstandards für den Import agrarischer Produkte, aber für die Prozessstandards in den Ländern haben wir keine Handhabe. Und hier müssen wir noch genauer hinschauen, wenn es um Freihandelsabkommen und dergleichen geht, dass auch Prozesse in der Produktion der Lebensmittel genau kontrolliert werden, dass wir hier einerseits mit europäischer Qualität punkten können, uns aber die Märkte und den Druck bei den Preisen hier nicht sonderlich aufbauen mit unter schlechteren Bedingungen erzeugten Produkten. Und bei der Fischerei ist es so, dass wir natürlich, wenn wir gerade österreichische Fischproduktion betrachten, noch ein ordentliches Potenzial haben. Österreich produziert rund 6% des Fisches, den Österreich verbraucht wird, selbst. Das heißt, am 20. Jänner ist es vorbei mit dem österreichischen Fisch. Und Aschermittwoch, Heringschmaus, auch der Hering schwimmt ja bekanntlich nicht in der Donau. Auch hier wissen wir, dass wir gerade in der Fischproduktion im Import sehr stark abhängig sind. Auch da müssen natürlich entsprechende Rahmenbedingungen eingehalten werden, wenn es um die weltweiten Meere und die Befischung der Meere letztendlich geht. Aber wir müssen schon auch der Bevölkerung die Konsequenz dieser Daten sagen. Denn das heißt schon, dass Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs teurer werden. Wenn höhere Standards da sind, wenn höhere Löhne bezahlt werden, dann werden auch Produkte teurer. Und hier muss Haushaltseinkommen dann oft neu bewerten. Das heißt, Gegenständen, Produkten einen neuen Wert zuordnen. Und da sind alle aufgefordert. Und dann kann es nicht sein, dass wir seitens verschiedenster Vertretungen dann Angriffe bekommen, wenn die Preise steigen und wenn wir hier etwas entwickeln. Denn viele Handgriffe brauchen eine Bezahlung. Und wenn diese Bezahlung nicht entsprechend ausfällt, dann wird das nicht funktionieren. Aber diese Ehrlichkeit sollten wir auch gegenüber der Bevölkerung haben, dass wir viele Jahrzehnte uns einen Wohlstand erarbeitet haben auf Kosten anderer. Und das jetzt zurückzufahren, das braucht auch einen Prozess, den wir entsprechend begleiten müssen. Aber dieses EU-Regulativ muss auch so ausgestattet sein, dass es treffsicher ist. Wir dürfen nicht in die Falle tappen, mit einer überbordenden Bürokratie kleine und mittlere Betriebe zu belasten, dass die dann am Wettbewerb nicht mehr teilnehmen können. Und Großkonzerne, die hier entsprechend agieren können, haben ein freies Feld. Wir sehen das sehr, sehr stark im Bereich der Finanzwelt, im Bereich der Versicherungswelt. Wie viele österreichische Banken haben wir noch? Da werden Ihnen nicht viele einfallen. Und mit welchem Regulativ sind die kleinsten Regionalbanken zum Teil betroffen? Und da können sie mit internationalen Großkonzernen nicht mithalten. Diesen Fehler dürfen wir nicht
entlang des Lieferkettengesetzes machen. Und ich hoffe, dass mit dieser Gesetzesvorlage in Brüssel dann auch das Europäische Parlament sorgsam umgeht, dass wir den Effekt, den wir erreichen wollen, auch wirklich letztendlich generieren können und nicht europäische Produktion schädigen.